Ja, hallo und willkommen zu diesem neuen Video im Schaum im Ohr-Kanal. Es tut mir leid, dass ihr jetzt 2 Monate auf ein neues Video warten musstet. Im letzten Video habe ich die Werkboxen von Werkhaus vorgestellt. Tolles Produkt, schaut da nochmal nach, wenn ihr euch für ein modulares und nachhaltiges Regalsystem interessiert. Ja, warum hat das so lange gedauert? Corona hat uns echt ausgelaugt. Also so diese Grätsche jeden Tag zu schaffen zwischen der Homeoffice-Arbeitsstelle und dem Homeschooling unserer Kinder, also wir haben 5-Klässler, 2-Klässler und Kindergartenkind, das bedarf einfach einer sehr intensiven Betreuung. Da ist man vormittags einfach durch und dann nachmittags den Job noch machen, da weiß man einfach abends, was man geschafft hat. Und deswegen war nicht so viel Zeit für Videos, wie ich gerne gehabt hätte. Dieses Video hätte ich gerne schon sehr viel früher gemacht, aber heute ist auch ein guter Tag. Achso, und was ich noch gemacht habe, ich habe vor 3 Jahren mal ein Projekt angefangen. Und zwar so einen Kinder-Jugendroman geschrieben. Wenn ihr da mehr wissen wollt, es gibt auch eine Newsletter-Liste, wenn ihr also auf dem Laufenden bleiben wollt, dann schaut mal nach unter www.himmelsstürmer.eu und da stehen alle weiteren Informationen. Ich schreibe das gleich auch nochmal in die Videobeschreibung, dann könnt ihr da auf den Link klicken und dann wisst ihr Bescheid. Ja, das Thema heute ist das Thema Erschöpfung. Ich hatte vor 2 Jahren, glaube ich, schon mal ein Video zum Thema und auch einen Blogartikel, auf den ich sehr viel positives Feedback bekommen habe, auch immer noch bekomme. Und das letzte Feedback war so umfangreich, dass ich gedacht habe, boah, das Thema würde ich gerne nochmal aufgreifen. Ich bin ja selbst so ein bisschen betroffen jetzt, das Thema begleitet mich seit ein paar Jahren. Von daher glaube ich, dass ich ein bisschen was zu erzählen habe. Ich bin kein Arzt, ich bin kein Facharzt, ich bin auch kein Therapeut oder kein ausgebildeter Burnout-Berater oder so. Heute würde ich gerne mal darauf eingehen, wie das Thema Erschöpfung so auf Außenstehende wirkt. Das ist oft, finde ich, so ein Problem, dass du in deinem Kontext dich bewegst als Erschöpfter und dein Lebenspartner oder Freunde oder was auch immer, Familie, Verwandte, verstehen, können nicht nachvollziehen, warum es dir so geht, wie es dir geht. Und der Versuch dieses heutigen Videos besteht einfach darin, das mal so ein bisschen näher zu beleuchten. Lässt sich Erschöpfung überhaupt verstehen? Als ich damals in das Thema reingerutscht bin, da kam ein Arbeitskollege zu meinem Vater. Der hatte selbst das Thema Erschöpfung irgendwie schon so für sich durch und auch im Burnout erfolgreich therapiert und so, war wieder am Arbeiten, hat gesagt, hey, wenn du selbst so von Burnout, Erschöpfung, wie auch immer, nicht betroffen bist, dann kannst du das einfach nicht nachvollziehen. Du kennst dann nicht das, was ihn gerade umtreibt, wie er sich fühlt, wie es ihm körperlich so geht. Ich weiß nicht, ich finde, das stimmt so ein bisschen. Wenn in deinem Umfeld jemand sowas hat, dem geht es irgendwie total schlecht und dir geht es total gut, dann ist das sowieso immer schwierig, das nachzuvollziehen. Ich glaube aber trotzdem, dass man sich das schon annähern kann, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, dass ein Nicht-Betroffener das versteht, was mit seinem Freund oder mit seinem Partner da gerade passiert und auch wie er ihm helfen kann, da wieder rauszukommen und so weiter. Da muss man irgendwie, kann man glaube ich schon sehr gut aufeinander zugehen und das verstehen, was bei dem anderen gerade so passiert. Wie fühlt es sich denn überhaupt an, erschöpft zu sein? Ich habe früher Leistungssport betrieben, so im Alter zwischen 13 und 18 bin ich Radrennen gefahren. Ich weiß, wie sich das anfühlt, einfach auch mal 200 Kilometer am Stück auf dem Rad zu sitzen. Und vielleicht bist du Läufer und trainierst für einen Marathon oder Triathlet, das ist ja alles irgendwie ungefähr dasselbe. Aber wenn du dich für sowas entscheidest, fürs Laufen, fürs Sporttreiben, fürs Leistungssporttreiben generell, dann kennst du Erschöpfung. Stell dir vor, du bist einen Marathon gelaufen, schleppst dich ins Ziel und kommst nach Hause, fällst auf der Couch, sprichst zusammen, bist total erschöpft. Aber du weißt, dass es dir morgen oder 2, 3 Tage später, dass du regeneriert hast und dass es dir wieder sehr viel besser gehen wird als vorher. Und du hast dich dieser Erschöpfung bewusst ausgesetzt. Du hast bewusst diesen Wettkampf in Anspruch genommen, in dem Wissen, dass du hinterher erschöpft sein wirst, dass es sich fertig machen wird und du willst es einfach auch genießen, deine Grenzen zu überschreiten, das Regenerieren erleben und das danach wieder besser fühlen. Und jetzt stell dir vor, diese Symptome oder dieses Erschöpftsein zu haben, ohne dass du einen Marathon gelaufen bist. Du bist einfach so erschöpft und du weißt nicht, warum das so ist. Alles tut weh, du kannst kaum noch Treppen steigen. Es ist wirklich so, dass dir die Knochen und die Muskeln und alles weh tut. Dann versuch dir dieses Gefühl zu erklären. Du denkst, du hast nichts getan, ich habe doch gar nichts gemacht. Wieso fühle ich mich so? Warum ist das jetzt mit meinem Körper so? Ist das ein frustrierender Gedanke? Das ist
extrem frustrierend, ja, sich so zu fühlen, obwohl man sich überhaupt nicht so fühlen will. Das ist eben der Unterschied zu der Sportveranstaltung. Du willst dich danach so fühlen. Also es ist was ganz anderes, von einer schönen, gewollten Aktivität erschöpft zu sein, als von deinem ganz normalen Alltagsgeschäft diese Erschöpfung zu bekommen. Ist das wirklich nur eine körperliche Erschöpfung oder ist das auch eine mentale Erschöpfung? Irgendwie schlägt sich das da auch irgendwie nieder. Wie eben schon gesagt, anders wie beim Marathonläufer, der diese Erschöpfung will und bewusst einkalkuliert, befindest du dich in einer Erschöpfung, die du gar nicht willst, wirklich gar nicht. Und die du auch nicht eingeplant hast, aber plötzlich ist sie da. Das ist auch eine mentale Belastung. Das führt dann auch zu einer mentalen Erschöpfung. Versteht der Erschöpfte seine Erschöpfung selbst überhaupt? Als das bei mir damals losging und als ich so die erste Erschöpfungswelle hinter mir hatte und wieder spazieren gehen konnte und wir mit den Kids auf dem Spielplatz und im Park waren, da ist mir mal eine Bekannte begegnet, die hat das irgendwie, war weiter entfernt bekannt gewesen, hatte das nicht so mitgekriegt, was jetzt mit mir überhaupt los war und so, und wollte das dann halt wissen, was war denn jetzt eigentlich los, warum bist du so lange ausgefallen und so. Und dann habe ich gesagt, ja, hat sich herausgestellt, dass das irgendwie so ein Burnout war, Erschöpfung. Und dann sagte sie, ja, oh, gut, da kann man wenigstens was dran machen. Und ich stand da erstmal so, was soll ich da dran machen? Ein kaputtes Knie kann man reparieren, ein gebrochener Arm lässt sich eingipsen, eine Krippe kann man auskurieren und einen Bandscheibenvorfall operieren, therapieren, wie auch immer. Natürlich gehe ich mit meiner Erschöpfung auch zum Arzt und lasse mich krank schreiben und brauche erstmal auch Ruhe. Trotzdem ist das was, was irgendwie dann erstmal da ist, und nicht nach 2 Wochen abklingt oder wieder weggeht, sondern oft sind es ja die Lebensumstände, die man über Jahre hinweg lebt, die einem diese Energie nehmen und in diese Erschöpfung treiben. Und dann gilt es erstmal zu verstehen, warum bin ich denn erschöpft? Und ja, klar bin ich erschöpft. Ist doch klar, dass mein Alltag total anstrengend gewesen ist, die letzten Wochen, Monate, Jahre. Total verständlich, dass ich ausgebrannt bin. Aber was muss ich denn jetzt verändern, damit es besser wird? Oder was muss ich an meinen Lebensumständen grundsätzlich verändern? Ich will ja dahin nicht wieder zurück, sondern ich muss ja dann irgendwie die Kurve kriegen und möchte ja aus dieser Erschöpfung wieder raus. Das heißt, mein altes Leben muss irgendwie neu strukturiert werden. Das, was mich vorher zu sehr belastet hat, da muss ich einfach für Entlastung sorgen. Das ist so ein langer Prozess, das herauszufinden, das zu analysieren, was ist das genau gewesen. Das dauert und das braucht auch Begleitung, bis man das nachvollzogen hat. Wo kommt es her? Wie kriege ich es wieder weg? Was muss ich verändern dafür? Und das gilt es erstmal zu verstehen. Wer trägt denn eigentlich Schuld an der Erschöpfung? Das ist eine schwierige Frage, aber Fakt ist halt, das, was ein sehr beklemmendes Gefühl für den Betroffenen auch ist, ist, dass er sich wirklich schuldig fühlt für seine Situation. Und ich finde immer, das ist etwas, was man dem Erschöpften unbedingt nehmen muss, dass man ihm sagen muss, hey, das sind äußere Umstände und du bist nicht schuld daran, dass das jetzt mit dir so passiert. Ich stelle fest, dass oft Leute erschöpft sind, die sehr sensible Personen sind. Menschen, die sich einfach Dinge sehr zu Herzen nehmen. Und dafür kann ein Mensch aber auch nichts. So ist er irgendwie getaktet, so ist er geboren worden. Wenn diese Sensibilität oder die Hochsensibilität dazu führt, dass er erschöpft ist, ist es nicht seine Schuld. Da kann er auch nichts für. Man ist aber produktiver Teil eines Systems, zum Beispiel einer Familie. Du bist vorher zuständig gewesen für den Haushalt, für die Kinder oder zuständig gewesen dafür, das Geld zu verdienen, um die finanzielle Grundversorgung deiner Familie zu gewährleisten. Und plötzlich brichst du aber weg. Natürlich fühlst du dich dann schuldig, und hast das Gefühl, die anderen irgendwie im Stich zu lassen. Jetzt müssen die anderen das alles noch mit übernehmen. Die haben ja selbst schon genug am Hals. Gerade wenn so eine Erschöpfung in so einem familiären Kontext beispielsweise entsteht oder in einer Partnerschaft, der eine ist erschöpft, der andere nicht, dann wird es irgendwie automatisch zu einer Erschöpfung von beiden. Und beide sollten dann irgendwie ein Interesse, oder der Erschöpfte hat natürlich ein Interesse daran, da wieder herauszukommen. Und der andere sollte dieses Interesse aber irgendwie teilen. Also ihm liegt ja auch was an der anderen Person. Die einzelne Person, die erschöpfte Person muss gucken, befindet sich mein Energiehaushalt in einem Gleichgewicht. Und wenn du jetzt jemand bist, der sich immer sehr stark so für das Wohl anderer interessiert und auch so ein bisschen dafür aufopfert und dann irgendwie von morgens bis abends nur funktioniert, damit es allen anderen gut geht, damit die Kinder gut zur Schule kommen, damit dein Mann gut arbeiten kann oder damit deine Frau gut auf die Arbeit gehen kann, du sorgst nur für die Rahmenbedingungen und vergisst dabei aber total, dich um dich selbst zu kümmern, dann ist ein
unausgeglichener Energiehaushalt meistens vorprogrammiert. Die betroffenen Personen verlernen das auch meistens, weil sie irgendwie über Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre diese eigenen Bedürfnisse übergehen und einfach nicht darauf achten, Dinge zu tun, die ihnen gut tun. Und aus der Erschöpfung dann ein gemeinsam zu machen, das verteilt so ein bisschen die Last. Also der Erschöpfte steht nicht alleine damit da, sondern er weiß, hier mein Partner, der versteht das und der trägt das. Wenn ich die finanzielle Grundversorgung für diesen Haushalt trage und der Partner sagt dann, hey, pass auf, ich sehe, dass das dich total belastet. Ich steige auch wieder in den Job ein, du kürzt deinen Job ein bisschen und wir gucken, dass wir diese finanzielle Last gemeinsam tragen. Oder ich kürze ein paar Stunden, damit wir im Haushalt gemeinsam das besser schaffen können oder das mit den Kindern gemeinsam besser schaffen können. Also es geht um den Energiehaushalt, um einen ausgeglichenen Energiehaushalt der einzelnen Person. Es geht aber auch, finde ich, immer um einen ausgeglichenen Energiehaushalt des Gesamtkonstrukts, in dem man sich befindet. Also es geht nicht, dass der eine seiner beruflichen Karriere voll nachgehen kann, während der andere so am Boden zerstört und erschöpft ist. Das muss eben sich dann auch irgendwie regulieren und sich in einem Gleichgewicht befinden, damit die Familie oder die Partnerschaft einfach gesund bleibt. Wie begegne ich einer erschöpften Person oder wie begegnet man einer erschöpften Person? Grundsätzlich glaube ich, erschöpfte Personen sind ganz normale Menschen, die einfach starke Tendenz zeigen, müde zu sein oder schnell erschöpft zu sein von etwas. Und das heißt, dass sich eine erschöpfte Person vielleicht schneller mal zurückzieht und sagt, boah, nee, heute Abend kann ich nicht, weil ich weiß, 8 Uhr ist bei mir Schicht im Schacht. Und da muss man dann irgendwie als nicht erschöpfter, darf man nicht enttäuscht sein irgendwie, sondern sagen, klar, habe ich totales Verständnis dafür, hole ich was aus. Ich sagte es ja auch schon mal zu Beginn, erschöpfte Personen sind oft Menschen, die sich Dinge sehr zu Herzen nehmen, die einfach sehr sensibel sind. Und ich habe sensible Menschen bisher immer als sehr weitsichtig, sympathisch, empathisch, fürsorglich, liebevoll, liebenswert, wertschätzend kennengelernt als Menschen, die eben viele positive Eigenschaften, positive Kriterien einfach diesen Menschen ganz normal begegnen. Der Erschöpfte muss einfach lernen, seiner Verfassung Ausdruck zu verleihen. Wenn ihm was zu anstrengend ist, also zum Beispiel irgendwie auf eine Wanderung zu gehen oder abends zum Bowlen gehen oder essen gehen, der Erschöpfte muss halt für sich abstecken, ist das okay für mich? Schaffe ich das? Habe ich die Kräfte dazu? Dann sage ich das zu. Und es kann halt eben, wie eben schon gesagt, öfter mal passieren, dass ein Erschöpfter sowas dann halt eben wieder absagt, weil er für sich erkannt hat, das überschreitet einfach so meine körperlichen Grenzen und ich brauche heute Abend mehr Ruhe. Und deswegen darf man das nicht persönlich nehmen, wenn ein Erschöpfter dann plötzlich was absagt, worauf man sich vielleicht total gefreut hat, sondern heißt das einfach, okay, der packt das nicht und dann lassen wir es einfach Verschiedenes auf einen Zeitpunkt, an dem es ihm wieder besser geht oder wo er wieder mehr Energie dafür hat. Ich glaube, dass wir grundsätzlich einfach einen sehr wertschätzenden und rücksichtsvollen Umgang mit all unseren Menschen in unserem Umfeld pflegen sollten, egal ob die Person erschöpft ist oder nicht. Zum Erschöpftsein gehört ja auch oft, also das ist ja oft auch durch den Arzt so medizinisch feststellbar. Das lässt sich ja an verschiedenen Speichern im Körper feststellen, die einfach erschöpft sind, also leer sind. Vitamin D, also sämtliche B-Vitamine, Folsäure und das sind halt auch alles Sachen, die Energie bereitstellen oder die für eine gewisse Ausgeglichenheit sorgen und die den Erschöpften dann schon auch körperlich ein bisschen einschränken. Das ist nicht nur so, dass das irgendwie so seine mentale Erschöpfung ist und er sich etwas nicht zutraut, sondern es ist so, dass der auch wirklich damit beschäftigt ist, gerade wieder Energie aufzubauen, in den Körper zurückzubringen. Was man irgendwie nicht machen kann, ist einem Erschöpften zu sagen, jetzt krieg ich mal den Hintern hoch, wir fahren jetzt mal 40 Kilometer Fahrrad. Für eine erschöpfte Person, und das ist das, mit dem ich jetzt auch seit Jahren beschäftigt bin, was ein fortwährender Lernprozess ist, heißt es, seine körperlichen Grenzen kennenzulernen und sie nicht zu überschreiten, sondern sie auszudehnen. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Lehren, die ich so aus meiner Therapie mitgenommen habe. Ja, und jetzt kommen wir endlich zum Schluss dieses Videos. Ich halte es für überhaupt nicht ausgeschlossen und für absolut verständlich, wenn jetzt in diesen Corona-Zeiten mehr und mehr Menschen in diese Erschöpfung rutschen. Also wie schon gesagt, die Grätsche zwischen Homeoffice, Homeschooling, das ist Wahnsinn. Und es bleibt da einfach nicht mehr viel Zeit für Dinge, die man für sich selbst braucht, um in einem gesunden Gleichgewicht zu bleiben und gut funktionieren zu können. Das bedeutet, dass ich glaube, an vielen Stellen auch eine finanzielle Sorge entsteht. Weil wenn ich zum Beispiel der Versorger einer Familie bin und ich plötzlich nicht mehr funktioniere und nicht mehr arbeiten gehen kann,
dann fällt halt da auch ein Bruchteil des Gehalts einfach irgendwann weg. Es gibt meiner Meinung nach eine Community oder ein Konzept, eine Idee, die teilweise auch schon umgesetzt wird, die diesen Konflikt oder diese Anstrengung in den letzten Monaten, so der Corona-Pandemie, deutlich entschärft hätte. Aber wie das so oft ist, die richtig guten Ideen, die uns Menschen wirklich weiterhelfen würden, brauchen halt einfach sehr lange, bis sie in der Politik Einzug halten und bis sie da irgendwie auf offene Ohren stoßen und umgesetzt werden. Ich möchte aber in diesem Video nicht weiter drauf eingehen. Ich möchte mir das fürs nächste Video verwahren. Ihr könnt ja mal raten, was das ist, also welche Idee oder welches Konzept ich für total angebracht und für überfällig halte. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, was ihr denkt, was das sein könnte. Dann thematisieren wir das im nächsten Video. Ja. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch nicht zu sehr erschöpft zu haben mit diesem erschöpften Thema, mit diesem Erschöpftsein-Video. Ich hoffe, dass ich mit dem nächsten Video, oder ich weiß mit Sicherheit, dass ich das nächste Video, das wird nicht lange auf sich warten lassen. Ich möchte da gerne in 2-3 Wochen weitermachen. Deswegen abonniert gerne den Kanal, dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.